Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Vizemania. Ich weiß, es kam jetzt sehr lange kein Video mehr. Das lag daran, dass ich Klausurphase hatte. Das war ein bisschen stressig. Und da habe ich mich drauf konzentriert und da hatte ich wenig Lust, da noch ein Video zu machen. Und ja, ich hatte auch keine Lust, dass das Video dann letztendlich darunter leidet, dass ich ja mit was anderem eigentlich beschäftigt bin. Deswegen habe ich lieber kein Video gemacht. Heute geht es dann aber endlich mal mit dem Let's Play weiter. Ich hoffe mal, dass ich bald damit fertig werde. Und ja, wir machen direkt weiter mit der Hauptquest. Was sollen wir auch anderes machen? Jetzt noch über irgendwas, was neu gekommen ist, zu reden, macht eh keinen Sinn. Aber heute gibt es ja wieder einen Patch. Heute ist ja Patch Day. Und da kommt ja wieder eine neue Event-Ini und dazu werde ich, denke ich mal, auch direkt ein Video machen, wenn ich sie dann einmal gelaufen bin. Das heißt, eventuell kriegt ihr heute zwei Videos, ansonsten kommt das Video halt morgen. Seid ihr immer noch wütend auf mich? Müssen wir wieder kämpfen? Nein. Gut, ich habe schon genug Freunde bekämpft. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr das Osttor so gestürmt habt. Etwas musste ich tun. Hört mir zu, Jinzo Yun bedeutet euch viel. Und das respektiere ich. Aber mit Gewalt zum Palast vorzudringen, hilft niemandem. Was machen wir dann? Ich weiß nicht. Irgendjemand kann uns bestimmt reinbringen. Wen meint ihr? Ich weiß nicht. Nur vertrauenswürdige Diplomaten und Beamte dürfen in den Palast. Dank der Kaiserwitwe ist er undurchdringlicher als ein Schildkrötenpanzer. Und die Schildkröte ist nicht kitzlig, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht. Vielleicht hat jemand hier im Gasthaus Kontakte. Ich kenne jemanden von der Schwarzen Ramme. Die Schwarze Ramme? Ihr würdet euch mit den Piraten zusammentun? Wer weiß, vielleicht wissen sie mehr als ich. Einen Versuch ist es wohl wert. Ihr versucht es bei der Schwarzen Ramme und ich in den Hintergassen. Einer wird schon etwas finden. Ja, und wir kriegen jetzt die Mondwasserseele. Die gibt 10 Angriffskraft, ne? Ziemlich nett. Und die kann man... Wenn man dann einen Stein des dämonischen Geistes hat, 3 seelenbewohnende Steine, 5 Dario-Tafeln und 5 geweihte Kugeln zur Hongwun-Seele Stufe 1 machen. Ziemlich coole Sache, also vorher war das ein bisschen komplizierter, an die Seele ranzukommen. Aber inzwischen kriegt man auch das direkt hinterhergeworfen. Wen wundert das auch? Also komm bitte, ja. Wir müssen das Spiel leichter machen, damit die kleinen Leute ja hochkommen. Und dadurch haben wir wieder 10 Angriffskraft mehr. Ich habe auch mehr Angriffskraft durch die neuen Juwele hier. Die wurden nämlich ja vor ewigen Zeiten mal umgeändert. Ich bin überrascht, euch so schnell wiederzusehen. Hat euer Rachefeldzug Spaß gemacht? Ihr hattet davon gehört? Das Stratusreich schweigt, um sein Gesicht zu wahren. Doch ich habe Insiderquellen. Wo wir beim Thema wären, könntet ihr mir helfen? Was? Ich soll euch helfen, ins Palastinnere zu gelangen? Tja, wenn das jemandem gelingt, dann wohl dem Admiral. Ihr meint Haemojin? Falscher Admiral. Die Schwarze Ramme besteht aus mehreren Flotten. Haemojin ist einer von mehreren Admirälen. Von wem redet ihr also? Admiral Chol Mugo, Anführer der südlichen Flotte. Ihr müsst aber etwas für mich erledigen, bevor ich euch ihm vorstelle. Das dachte ich mir schon. So läuft das also wohl, zumindest bei den Piraten. Also der hiesige Sanandi-Stamm ist im Besitz eines uralten Schatzes der Nariyu, der für den Fortbestand der Schwarzen Ramme unentbehrlich ist, und ich muss ihn haben. Sehe ich etwa wie ein Dieb aus? Ihr seht wie jemand aus, der keine andere Wahl hat. Ein kleiner Raub ist außerdem nichts im Vergleich zu eurer Aktion an den Palasttoren. Da hat er wohl recht. Ich hörte, worüber ihr beide geredet habt. Wir greifen uns also etwas Beute? Ich will nicht, dass ihr drei hierin verwickelt werdet, okay? Als hätten Bunar und ich noch nie was geklaut. Wacht auf, Meister! Erinnert ihr euch an das Ding bei der Wiedereröffnung der Hongmun-Schule? Leider. Diesmal werdet ihr uns nicht los. Wir sitzen nicht einfach rum und drehen Däumchen. Na gut, geht mit Dokkom. Wir behalten also den Piraten im Auge. Ha, kein Problem, Meister. Wir werden dafür sorgen, dass er sich an die Abmachung hält. Wir können echt überzeugend sein. So, jetzt müssen wir mit Bailing reden. Die ist hier unten schon. Was für ein Zufall. Ich wartete hier auf meinen Kunden, dachte an euch und da seid ihr. Habt ihr euren Yang gefunden?
Das habe ich. Wunderbar. Ich liebe ein Happy End. Feiern wir. Habt ihr heute Abend Zeit? Leider nicht. Ich muss zu den Sanadi-Feldern. Sanadi? Nicht meine Vorstellung von Vergnügen, aber jedem das seine. Ihr klingt wie einer meiner Kollegen. Yu Chung-jun. Kennt ihr ihn? Er ist ein merkwürdiger Kerl. Wir trafen uns letzte Woche und er sprach die ganze Nacht über einen Schatz der Sanandi im vergessenen Wald. Grüßt ihn schön von mir, wenn ihr ihm begegnet. Lasst ihn euch hören. Ja, wir müssen jetzt den Archäologen finden. Natürlich können wir nicht windwandeln. Wäre ja zu einfach. Oder? Nee, können wir nicht. Das heißt, wir müssen das ganze Stück laufen. Da ich noch immer nicht das Gefäß der Reinigung habe auf diesem Charakter, dauert das halt ein bisschen länger. Ich war gerade gucken, was ich da für Post habe. Ah, Metz, yay. Aber die kriege ich ja jetzt sowieso hinterher geworfen. Ja, wir gehen jetzt zum vergessenen Wald. Oh mein Gott. Immerhin sind das nicht die verlorenen Wälder, dann werden wir uns verlaufen da drin. Und es ist nicht der Wald aus Harry Potter. Ja, da werden nämlich dann ganz viele Spinnen. Ja, auch nicht so toll. Ja, der obligatorische Ladescreen. Ich persönlich spiele ja auf meinem Hauptcharakter in der Regel jetzt nur noch auf sehr niedrigen Einstellungen, weil das Spiel einfach flüssiger läuft dann und man nicht von defekten Reiz überflutet wird. Ja, dann sind auch so Ladescreens eher weniger. Aber ich möchte euch natürlich hier die beste Qualität liefern und gehe dafür Opfer ein. Hat wohl Spaß. Opfer würde ich das nicht nennen. Aber ja, das Spiel sieht natürlich auf hohen Einstellungen deutlich besser aus als auf niedrigen. So, da vorne ist das Basislager. Ich nehme an, dass das Basislager heißen soll. Wir sind ja auch in der Nähe des Becken des Himmels. So. Da haben wir Jung Luca. Bitte presst mich nicht! Bitte beruhigt euch. Entschuldigung, ich dachte, ihr wärt ein Sanandi. Ich glaube, diese Brille ist zu stark. Ich habe etwas von meinem Schatz der Sanandi gehört. Sucht ihr auch nach dem Schatz? Mann! Ihr und der Chef seid echt besessen. Hey, wo seid ihr hin? Ich bin immer noch hier. Entschuldigt, alles ist irgendwie verschwommen. Also, mein Chef Yu Chong-Chung ist ins Herz der Sanandi-Felder vorgedrungen, um nach dem Schatz zu forschen. Könnt ihr ihn suchen und beschützen? Er ist der Sache nicht gewachsen. Diese Dinger werden ihn in Stücke reißen. Ich würde ihn ja suchen, aber das ist eine Lesebrille. Halt, seid ihr noch da? Danke, dass ihr auf Master Chong-Chung aufpasst. Ja, wir sind noch da, aber egal. Ja, hier gibt es ganz viele tägliche Quests, die ignorieren wir aber. Ja, stattdessen laufen wir hier direkt mittendurch, nach Möglichkeit ohne gesehen zu werden. Bisher ziemlich gut funktioniert hat. Jetzt wird es schwieriger. War natürlich das Fernkampfvieh. Das Gift schleudert. Egal, wir sind fast da. Da vorne ist die Quest. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das hier wieder sehr viel gelaufen ist. Wenig kämpfen. Aber keine Sorge, jetzt gleich kommt wieder kämpfen. Aus dem Weg. Ich bin Archäologe.
trete bloß auf keine alten Artefakte oder sonst was. Ich bin wegen dem Schatz der Sanadi. Sanandi hier. Okay. Sanandi. Okay. Was? Ihr meint den Narijuanischen Dynamo? Jetzt steht doch nicht einfach mit offenem Mund da. Was wisst ihr darüber? Ich weiß nur, dass ich ihn brauche. Ihr seid kein Denker, oder? Typisch. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Mit euren Muskeln und meinem Krebs holen wir uns den Narijuanischen Dynamo gemeinsam. Okay, und wo finde ich ihn? Erstens, Sanandi-Häuptling Wan Ba bewahrt den Narijuanischen Dynamo in einer Höhle namens Altar der alten Götter auf. Zweitens, die Sanandi verehren ihn als Gott. Ihn zu besorgen wird also schwierig. Ich habe schon viele schwierige. Drittens, der Wachhauptmann, von Strecker und Priester haben für unsere Mission wichtige Talismane. Was ist mit Talismanen? Viertens, zusammen schwächen die Talismane Guan Ba, damit ihr ihn besiegen und das Relikt sichern könnt. Und sechstens, ihr verschwendet Zeit mit Herumtrödeln. Los, Krieger, ich muss den Narijuanischen Dynamo sehen. Ihr habt fünftens vergessen. So, also, ich habe den Überblick verloren. Kann vorkommen. Wenn ihr mich fertig beleidigt habt, bin ich die Anführer, dann Guan Ba. Komischer Kauz. Aber egal, er ist lustig. So, ja, wir müssen jetzt kloppen. Ja, besiegt den Wachhauptmann der Schatten und beschafft euch einen Gedönse da. Talisman. Gedönse. Wir beschaffen uns ein Gedönse. Ja, wenn das auch ganz viele Fernkämpfer sind, dann gehe ich auch im Fernkämpfer-Modus, ja. Ich glaube, jeder Soul Fighter denkt sich gerade schon wieder, was macht ihr hier für eine Scheiße. Aber egal. Na, ich habe den Charakter lange nicht mehr gespielt. 4 Wochen oder so. Ein Monat. Was? So. Nächster Boss. Na, ihr seht schon wieder, das ist alles relativ einfach gemacht, gestaltet. Man soll das ja auch schaffen können, wenn man direkt durchgelevelt hat. Vielleicht haben wir den auch noch. Okay, wir haben als erstes die Ads gekillt, ist aber vielleicht auch nicht so verkehrt. Lief doch ziemlich gut. Jetzt können wir hier rum wieder weglaufen. Ah, ich glaube, da kommen wir nicht so gut durch. So, dann müssen wir nur noch dort da oben. Und dann haben wir die Quest auch soweit erledigt. Sieht hier aber schon ziemlich cool aus, also map-technisch nicht unbedingt schlecht gemacht. Dann hier hoch. Oh, der ist da hinten in der Ecke. Nee, der läuft hier rum. Da ist er ja. Ich bin fast dran vorbeigelaufen. Ja, ranziehen zusammen bringt nichts, wenn die zu weit weg auseinander stehen. Egal. Und wie der Zufall will, sind wir jetzt auch direkt am Altar. Aber ich glaube, wir müssen das jetzt nochmal mit dem Heini reden. Aber der ist ja auch hier in der Nähe. Ne, müssen wir nicht. Okay, wir können direkt in den Altar gehen, der alten Götter. Machen wir das auch. Jetzt kann wieder laufen. Zu spät gesprungen. Egal. Hier ist ja direkt das Portal.
So. Siegt Giftkönig Guanba. Auch das sollte Nachbar sein. Besiegt. Jetzt können wir uns den Dynamo krallen. So, wir haben den narianischen Dynamo. Hier ist auch keine Kiste mehr oder so. Den Goldschatz können wir leider nicht mitnehmen. Giftet. Naja, das Gift ist ja jetzt vorbei. Jetzt können wir hier rauslaufen und ja, wieder nicht geschafft. Es sind einfach zu viele Gegner auf einmal. Ich glaube, ich bin hier einfach den Wasserfall runter. Ich habe den narianischen Dynamo. Der narianische Dynamo. Wie lange habe ich mich nach dir gesehnt und davon geträumt, die Rätsel in deinem Inneren zu enthüllen. Darf ich? Wenn es sein muss. Die Kunstfertigkeit. Außerordentlich. Rundherum symmetrische Perfektion. Seht doch, dieses Teil gleitet vor und zurück. Und dieser Hebel hier ändert wohl die Höhe. So. Seid ihr fertig? Ob ich fertig bin? Ich fange gerade erst an. Die Erforschung der Tiefen des Dynamos wird monatelange Untersuchungen erfordern. Tut mir leid, ich muss den Dynamo zum Korallenstrand bringen. Ja, na gut, sonst bringt mich mein Wahn noch um. Geht nach Norden, bringt diese Schönheit aus meinem Blickfeld. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Metz gleich noch bekommen werden. Denn es befinden sich nicht genug in meinem Besitz. Und dann können wir die hochmachen. Ja. Ist nicht so unwahrscheinlich, dass das jetzt als nächstes Belohnung ist. Wow, woher wusste ich das nur? Gut, wir müssen zum Korallenstrand. Dort nach Doc Gom suchen. Und wer die Hauptfestung gespielt hat, weiß, dass wir uns langsam dem Ende nähern, aber keine Sorge. Wir haben ja noch Kanda Bihar. Ja, Kanda Bihar habe ich ja noch nicht gemacht. Das steht dann auch noch an, hier. Ja, gibt dann auch noch mal ein bisschen Gold. Und, ja. Aber vorher gehen wir noch zum Korallenstrand hier. Die gibt es dann nämlich auch noch. So einen schönen Porter. Der gar nicht so schlecht ist, weil man hier Dutu, glaube ich, hauen kann. Yay. Küstenausguck. Oh, da vorne ist.
nach Gum. Oder? Nee. Kongchi. Gebt euch zu erkennen! Beruhigt euch, ich suche Doc Gum. Doc Gum? Ihr seid also der Krieger, von dem er sprach? Ups, entschuldigt die barsche Begrüßung. Alte Gewohnheit. Ich bin Kongchi, Doc Gums rechte Hand. Warum seid ihr hier? Die See hier ist rau geworden. Und damit meine ich nicht nur die Riffe. Ich bin hier, um die Bewegungen der Küstenwache auszuspähen. Habt ihr etwas herausgefunden? Untote Seeleute habe ich gefunden. Ertrunkene Wiedergänger wandeln durch die Untiefen. Als ich ihnen zu nahe kam, wäre ich fast verprügelt worden. Das klingt gefährlich. Es gab Gerüchte über Wiedergänger auf den Wracks. Ruhelose Seeleute von verdammten Schiffen. Aber noch nie so viele. Etwas muss die Energie hier aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Das ist meine Schuld. Ich habe den Narianischen Dynamo genommen. Den Narianischen Dynamo? Das heilige Götzenbild der Sanandi? Das ist übel. Ich kümmere mich um die ertrunkenen Wiedergänger. Dieses Angebot kann ich nicht ausschlagen. Kümmert euch um die Wiedergänger, ich behalte die Küstenwache im Auge. Das klingt wie etwas, mit dem ich helfen kann. Seid vorsichtig da draußen. Diese Gespenster machen ernst. Ja. 12 Wiedergänger, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Habe ich den Narianischen Dynamo eigentlich in meinem Inventar? Nie, ne? Schade. Ja, hier, das ist auch ein sehr schönes Gebiet, in dem man nicht sehr lange ist. Aber was man sich auf jeden Fall angucken kann. Ah, hier die Festung der Yutai. Schöner Korallenstrand. Vorne sind die Wiedergänger. Ja, ich habe gerade die Krabbe noch gezogen. Das passiert immer, wenn man AOE-Fant ist. Ja. Aber man sieht es ja, ich habe Premium, das heißt, jedes Vieh gibt eine Bronze. Daraus wird dann irgendwann Silber. Je das Gold wird, hat man es wieder ausgegeben. Ja. Da vorne auch noch. Zwölf Stück ist natürlich wieder so eine Anzahl, wo man denkt, ja, machbar, aber das Blöde ist, die stehen ziemlich weit auseinander. Also selbst Klassen, die viele AOE-Fertigkeiten haben, müssen die hier einzeln kloppen. Und man kann die ja auch nicht gut zusammenziehen. Wir stehen hier einfach viel zu weit auseinander. Aber gut, sind ja auch nur 12, also nicht wirklich viele. Noch. Dann noch 2. Mal den noch rein. Na, immer eine gute Möglichkeit, wenn man schneller laufen möchte, Rückwärtssprung machen. Und dann anstürmen als nächstes. So, sprecht mit Kongchi. Der befindet sich jetzt aber dort hinten. Da laufe ich noch hin. Und dann ist dieses Video auch wieder an seinem Ende. Bin mal gespannt, wie viele Videos ich jetzt noch brauche. Ich bin am Überlegen. Ich denke, es werden noch 2 Videos sein mit der Hauptquest hier und dann kommt Kanda VH. 3 werden es wahrscheinlich nicht mehr werden. So viel kommt nicht mehr. Come on. Lass mich doch in Ruhe. Ja, Pirat der schwarzen Ramme. Ich würde mal sagen, hier sind wir richtig.
Danke für eure Hilfe. Hoffentlich finden die Wiedergänger jetzt ihre nassen Gräber. Hoffen wir es. Die Wachen vom Küstenausguck sind bestimmt auch dankbar. Schade, sie könnten Übung gebrauchen. Ich gehe zur Grotte. Doc Gom und seine Leute warten im Inneren der Grotte auf euch. Es ist der kürzeste Weg zum Admiral. Ich mache mir aber Sorgen. Die Höhle hat vor ertrunkenen Wiedergängern nur so gewimmelt. Haltet also da drin die Augen offen, ja? Danke. Gut, beeilt euch. Doc Gom wartet. Ich sorge dafür, dass euch niemand stört. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank fürs Zusehen. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Ich mache jetzt das Let's Play noch zu Ende. Ne, die Hauptquest, Kandavih. Vielleicht kommt dann auch schon wieder neue Hauptquest. Mal sehen. Mal schauen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt kommen wieder regelmäßig Videos. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Izu.